So, dieses Mal soll es darum gehen, einen Datensatz so vorzubereiten, dass wir ihn für eine Korrespondenzanalyse verwenden können. Dazu müssen zuerst die Kodierungen der Daten richtig sein, verwendbar sein, auswertbar sein. Das bedeutet numerische Kodierung, also Zahlenwerte. Und zum Zweiten muss jeder Artefakttyp in mindestens zwei Fundstellen vorkommen und in jeder Fundstelle müssen mindestens zwei Artefakttypen vorkommen. Das wäre Schritt 2, um sicherzustellen, dass eine vernünftige und stabile Korrespondenzanalyse-Lösung dabei herauskommt. Ich arbeite jetzt hier erst einmal mit LibreOffice. Das gleiche kann man auch mit Excel vollziehen und das werden wir parallel gleich machen. Zuerst einmal in LibreOffice und die Umkodierung der Daten in numerische Werte. Statt der Xe, die hier in diesem Beispieldatensatz stehen, soll jeweils eine 1 kodiert sein. Statt der leeren Felder soll eine 0 dort stehen. Das Ganze tun wir über Suchen und Ersetzen. Wir suchen zuerst die Xe und ersetzen sie durch Einsen. Über Suche alle sehen wir, dass die richtigen Felder ausgewählt sind, die die Xe haben. Die ersetzen wir alle. Jetzt die leeren Felder. Um leere Felder zu suchen, geben wir oben nichts ein und ersetzen das Nichts hier oben durch eine 0. Suche alle. Hier oben wird ein weiteres Feld ausgewählt, das für uns nicht von Interesse ist. Das können wir nachher von Hand wieder leeren. Und ersetzen es durch 0. Ersetzen alle. Und überall stehen Nullen. Wie Sie sehen, sind die Nullen linksbündig formatiert, während die Einsen rechtsbündig formatiert sind. Das bedeutet, dass die Nullen als Textfeld eingefügt sind und nicht als numerischer Wert. Wir müssen also noch einen weiteren Schritt machen. Man erkennt es auch hier oben in der Eingabezeile, wo vor der Null ein Hochkomma steht. Man könnte jetzt alle Nullen von Hand von diesem Hochkomma befreien. Oder wir wählen den Datenbereich aus und nur den Datenbereich, suchen, ersetzen wiederum. Wir geben hier einen Punkt ein, damit wird das erste Zeichen ausgewählt und hier ein Und-Zeichen, ein Ampersand, womit dieses erste Zeichen wieder eingefügt wird. Also es ist ein Suchen, Ersetzen. Zur Sicherheit kann man hier auch noch ein Plus hinzufügen, damit alles weitere an Zeichen auch mitgenommen wird. Also es wird quasi kopiert, wieder eingefügt und bei dem Wiedereinfügen werden Zahlen als Zahlen wieder eingefügt. Suche alle, ersetze alle und wir haben einen Datensatz, bei dem alle Zahlen als Zahlen vorhanden sind. Das gleiche in Excel. Ich habe hier schon mal das Ergebnis dessen, was wir eigentlich haben wollen. Also gehe ich an dieser Stelle nochmal zurück, nehme den Datensatz so, wie er hier ursprünglich war, kopiere ihn hier rein. So, jetzt haben wir wieder unseren verhunzten Datensatz. Ist im Grunde genommen hier das gleiche, bearbeiten, ersetzen, zumindest in dieser alten Excel-Version, bei neueren ist es ähnlich. Wir ersetzen das X durch eine 1, alle suchen, alle ersetzen und wir ersetzen das leere Feld durch eine 0, alle suchen, alle ersetzen und wir haben ein ähnliches Ergebnis. Hier müssen wir nicht die Textfelder wieder in Zahlenfelder umwandeln. Das passiert für uns schon von alleine. Gut, jetzt haben wir also zumindest die Kodierung schon mal umgestellt. Hier gehe ich wieder vorwärts zu dem Stand, den wir schon hatten. Entfernen diese 0 hier oben. Nächster Schritt, sicherstellen, dass in jedem Grab mindestens zwei Artefakte vorkommen oder in jeder Fundstelle und jedes Artefakt in mindestens zwei Fundstellen vorkommt. Dazu zählen wir erst einmal aus, wie viele Zeilen wir überhaupt, wie viele Spalten wir überhaupt pro Zeile haben und umgekehrt, wie viele Zeilen wir pro Spalte haben. Der Befehl hierzu ist Anzahl, bei dem einfach nur festgestellt wird, wie viele Werte stehen jetzt in dem. In diesem Fall ist es relativ einfach, es sind 4. Das hätten wir auch so direkt festlegen können, aber das wird sich gleich noch verändern. Und bei großen Datensätzen ist es sicher einfacher, hier einen Befehl zu haben, als alle durchzuzählen. Also ich habe den Befehl Anzahl eingegeben, Klammer auf, dann den Bereich von bis, B2 bis E2, Klammer zu. Und bestätigen sind diese 4.
Es steht die Zahl 4 für unsere vier Spalten da. Das kann ich jetzt mit kopieren, in die Zellen darunter einfügen und hier sind natürlich auch jeweils vier Werte vorhanden. Das gleiche können wir umgekehrt für die Spalten machen. Anzahl und wieder unseren Bereich auswählen. 5 Zeilen haben wir und das gleiche hier. Gut, bisher war es noch nicht besonders kompliziert und intelligent. Wir haben einfach nur durchgezählt, wie viele Zeilen und Spalten wir haben. Und jetzt müssen wir feststellen, in wie vielen davon steht eine 0. Denn 0 bedeutet ja kein Vorhandensein und wir müssen mindestens 2 Vorhandensein an Indizien haben. Also zählen wir wieder. Der Befehl hier ist zählen, wenn. Zählen, wenn. Wir markieren den Bereich, in dem wir zählen wollen. Und mit einem Semikolon schließen wir unsere Kriterien an. Und zwar wollen wir nur zählen, wenn dort eine 0 drin steht. Wir haben 2 Nullen hier, was wir auch gut nachvollziehen können. Und wenn ich diesen Befehl weiter unten einfüge, haben wir zum Beispiel bei Grab 3 nur eine 0. Während wir bei Grab 5 3 Nullen haben. Das gleiche jetzt gerne für die Spalten, also zählen, wenn in diesem Bereich Semikolon, wenn es eine 0 ist und das gleiche hier wieder rüber kopiert. Und jetzt ist unsere Anzahl von Belegungen natürlich die Anzahl von Spalten minus die Anzahl der Zellen, in denen eine 0 steht. Und das gleiche wieder runterkopiert, das gleiche hier durchgeführt, zählen, wenn die Anzahl von Zeilen minus die Anzahl von Zeilen, in denen 0 steht. Und rüberkopiert. So, das wird jetzt schon ein recht langer Zahlenschwanz hier unten dran und rechts davon. Das Ganze kann man auch vereinfachen, indem man beide Befehle in eine Zeile hineinschreibt. Nämlich direkt Anzahl minus zählen, wenn, wieder den Bereich markieren, Semikolon 0, dann steht hier direkt die 2 und dann können wir den ganzen Spaß dort hinten sparen. Das Ganze hier wieder rein kopiert und das gleiche für die Spalten, Anzahl minus zählen, wenn, Bereich auswählen, Semikolon 0 und rüber kopieren. So. Und wie gesagt, der entscheidende Moment ist, es muss mindestens zwei Übereinstimmungen, zwei Kategorien, zwei Artefakttypen pro Fundstelle da sein. Hier bei Grab 5 ist diese Anforderung nicht erfüllt. Hier steht nur eine 1. Das heißt, wir müssen dieses Grab aus unserem Datensatz entfernen, indem wir einfach die gesamte Zeile löschen. Was jetzt dazu geführt hat, dass wir in dieser Spalte nur noch ein Vorhandensein dieses Objekttypen haben. Das heißt, wir müssen demzufolge auch diese Spalte löschen. Jetzt haben wir überall Werte über 1. Der Datensatz ist so zu gebrauchen. Das gleiche können wir in Excel machen. Anzahl sind genau die gleichen Befehle und zählen, wenn, Bereich auswählen, Suchkriterium oder gleich beides gemeinsam, minus zählen, wenn, Klammer auf, Bereich, Semikolon, Kriterium. Kopieren und der Rest ist äquivalent zu dem, was wir eben gemacht haben. Auch hier würde man dann, wenn dort eine 1 steht, die gesamte Zeile löschen. Gut, bei vielen Korrespondenzanalyseprogrammen ist dieses Bereinigen des Datensatzes implizit mit drin, bei manchen nicht. Auf diese Art und Weise kann man mit Excel bereits vorher sicherstellen, dass die Daten den Anforderungen entsprechen.